Es gibt eine Zeit zum Arbeiten, eine zum Reden und eine zum Bitten. Hier und jetzt ist die Zeit zum Ausruhen, zum Zuhören und zum Danken. Herzlich willkommen an diesem Ort der Andacht. Fein, dass Sie da sind und mir Ihr Ohr schenken. Aus familiären Gründen haben wir unseren Urlaub abbrechen müssen, sind voller Sorge heimgekehrt und haben versucht, etwas zu finden, was uns und unseren Kindern gut tut, ihnen die Ferien schön macht. Minigolf, Baden, Zoo sind so ein paar Stichpunkte, die mir da einfallen. Wir haben von unseren Kindern deutlich vernommen, schade, dass das mit dem Urlaub nicht geklappt hat, aber wir haben auch in der kurzen Zeit viel erlebt und es ist schön, dass wir jetzt wieder zusammen zu Hause sind und einiges unternehmen. Nehmt euch das nicht so zu Herzen, liebe Eltern. Da ist eine große Dankbarkeit, die ich bei unseren Kindern wahrnehme, und das finde ich toll. Vielleicht auch, weil es nicht erwartbar ist. Seit einiger Zeit suchen wir in unserer Familie Inseln, spielen abends gemeinsam, lesen miteinander oder schauen uns ein Märchen an. Da gibt es ja ganz wunderbare Verfilmungen. Eines der bekannteren Märchen handelt von drei Brüdern, die von ihrem Vater in die Welt hinausgeschickt werden und die mit außergewöhnlichen Gaben wieder heimkehren. Einem Tisch, einem Esel und einem harten Knüppel. Tischlein, deck dich, Esel, streck dich, Knüppel aus dem Sack. So ist das Märchen bei Ludwig Bechstein überschrieben. Auf dem Tischlein versammelt sich wie von selbst das Leckerste und Köstlichste. Der Esel speit Gold in Hülle und Fülle, Bricklebrit. Und der Knüppel verwammst die Leute, die hinterhältig sind und Böses tun. Was so eigenartig klingt und auch sehr humorvoll daherkommt, enthält meines Erachtens den optimalen Wunschkatalog eines jeden Menschen. Stets etwas zu essen zu haben, niemals Hunger zu verspüren, immer gut versorgt sein mit dem, was man braucht, keine Armut zu kennen, in der Not wehrhaft sein zu dürfen, alles, was unser Leben bedroht, verjagen zu können, bis hin zu Krankheit und Tod. Mit diesen drei Dingen wären wir alle sowas von gut, ja, wie man heute so schön sagt, mit dem Feinsten ausgestattet. Nichts würde uns fehlen. Doch wäre deswegen wirklich alles gut. Wären wir komplett zufrieden und dankbar? Ich wage es nicht, solches zu behaupten. Wahrscheinlich sind es eben nicht die großen Dinge, auch wenn sie gern ins Feld geführt werden, sondern die kleineren Dinge, die uns gut tun und die eine Grundzufriedenheit schaffen, ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit, auch uns selbst in dem Erleben, dass etwas zerbricht, dass etwas scheitert oder ganz anders wird als idealerweise gedacht. Ich bin überzeugt davon, dass Gott dabei seine Hände im Spiel hat, wenn es so kommt, dass es gut für uns ist. Dass er seine Hände im Spiel hat, weil er uns zugesagt hat, das geknickte Schilfrohr zerbreche ich nicht, den glimmenden Docht lösche ich nicht aus. So lade ich, Pfarrer Christoph Arnold, Sie ein, diese Zeit des Dankens mit der Zeit des Lobens zu verbinden, mit den Worten aus Jesus Sirach. Gott, ich werde nicht aufhören, dir zu danken und deinen Namen mit Liedern zu preisen. Du hast meinen Hilferuf gehört, mich vom Rand des Grabes zurückgeholt und der Zeit des Unglücks ein Ende gemacht. Darum danke ich dir und preise dich, Herr, und rühme deinen Namen. Amen.